sehen das ganz häufig in Städten wie München, dass vor Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspielen an Bahnhöfen Gedränge herrscht. Zum einen fühlen sich die Leute wahnsinnig unwohl und zum anderen kann es tatsächlich gefährlich werden, wenn Leute gequetscht werden. Das Ziel vom Projekt ist es, mithilfe von neuer Technologie, basierend auf 5G, Personen zu zählen, umzuleiten und so halt den Personenverkehr, zum Beispiel an Bahnhöfen, sicherer zu machen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kommen wir an die Leute ran? Wie können wir so eine Meldung, so eine App gestalten, dass die Menschen das sehen, dass sie es verstehen und dass sie es auch befolgen? Wir haben uns den U-Bahnhof Münchner Freiheit in München ausgesucht. Da steigen sehr viele Fans in die U-Bahn ein, um zum Stadion zu fahren. Bei jedem Spiel verstopfen sich bestimmte Wege, weil die Leute die kürzesten Routen auswählen. Ziel ist es, dass wir möglichst viele Leute überzeugen, dass sie die lange Route nehmen, weil es dann eben kein Gedränge mehr gibt. Wir sind vor Ort gegangen. Wir haben uns die Geschichte natürlich angeguckt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert da überhaupt, wo sind die neuralgischen Punkte. Der nächste Schritt war dann zu überlegen, wie können wir die Leute umleiten. Reicht es, wenn ich ihnen einfach einen Pfeil gebe, der in die Richtung weist? Oder muss ich sie überzeugen darüber, dass ich sage, okay, der ursprüngliche Weg, da dauert es länger, weil der verstopft ist? Oder ist es eher sowas wie Teamgeist? Die Frage war für uns offen, das wollten wir klären. Wir haben eine Online-Umfrage mit dem FC Bayern gemacht, mit über 1000 Fans und auch noch einer Kontrollgruppe hier an der Hochschule München, denen wir unsere verschiedenen Designs präsentiert haben. Über die Umfrage haben wir herausgefunden, dass wir die Fans tatsächlich motivieren können, ihr Verhalten zu ändern. Wir haben die Umfrageergebnisse in unseren agentenbasierten Simulator gefüttert. In unserem Simulator laufen kleine Agenten durch eine virtuelle Welt und denen geben wir Entscheidungsmöglichkeiten mit. Also die können sich verhalten wie reale Personen. Und wir können dann untersuchen, wie diese Entscheidungen sich dann auf das Kollektiv, auf die ganze Menge auswirken. Es ist das erste Mal, dass reales Verhalten, das wir bei Menschen abgeholt haben, abgefragt haben, in so eine Simulation eingelaufen ist. Was wir gelernt haben, war, dass ungefähr die Hälfte der Leute ohne Routeninformation die kurze, verstopfte Route nimmt. Und immer dann, wenn wir Umleitinformationen bereitstellen, unabhängig vom Nachrichtentyp, ist es nur noch so ein Viertel. Das heißt, wir können wirklich einen nicht gerade kleinen Bruchteil umleiten. Am meisten bringt, wenn wir aktuelle Stauinformationen bereitstellen. Leute machen dann eher mit, weil es eben eine Begründung ist, warum sollte ich einen Umweg in Kauf nehmen. Und der zweite ist Team Spirit. Wenn ich Fans habe, die zusammen unterwegs sind, dann haben die so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und sind bereit, ihren Weg zu ändern, wenn es der Gemeinschaft hilft. Die Ergebnisse von diesen Studien sind ein Paradigmenwechsel, weil wir vorher immer davon ausgegangen sind, in der Forschung, dass wir wie Wassermoleküle jeden komplett ansprechen können. Und das ist einfach falsch bei Menschen. Jetzt haben wir reale Ergebnisse, wie Menschen auf App-Anregungen für einen Wechsel ihres Verhaltens reagieren. Wir haben das statistisch erfasst, wir haben es in den Simulator gefüttert und gezeigt, okay, mit dem Anteil, der gar nicht so groß ist, von Menschen, die sich wirklich umlenken lassen, erreiche ich eine Entzerrung. Die Ergebnisse sind eine Wahnsinnsermutigung, so ein System auch wirklich zu bauen. Möglich wird es vor allen Dingen durch die Menschen, die daran arbeiten, sprich die Doktorandinnen und Doktoranden, die wir in den Projekten damit beschäftigen. Das ist deren Intelligenz, deren Ideen, deren Geist, der einfließt in diese Lösung.